mal meine Gedanken mit euch zu teilen. Ist das eigentlich das, was wir wirklich brauchen? Oder sagt ihr, nee, Julian, das ist schon geil so? Hallo, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich, wie ihr wisst, ich bin immer noch und immer noch super gerne hier unterwegs mit dem Citroën C0 von meinem Bekannten, den ich ausgeliehen habe. Und zwar in der Zeit, bis bei uns sozusagen der kleine Skoda kommt. Und ihr seht es vielleicht hier hinter mir, ich habe es ja auch in meiner Wochenserie gesagt, das ist ein echtes Transportwunder, dieses Auto hier. Ich habe hier drin ein auseinandergenommenes Billigregal vom schwedischen Möbelhersteller. Ich habe hier drin ein auseinandergenommenes Lattenrost, 1,40 x 2 Meter. Ich habe hier drin einen Staubsauger. Ich habe hier drin einen Werkzeugkasten. Und ich habe hier drin noch einen Eimer mit Wischzeug. Und ich habe einen Wischmopp dabei. Es passt alles hier problemlos in das Auto rein. Natürlich bin ich alleine, also ich habe hier alles umgelegt und es ist einfach Wahnsinn, was in dieses kleine Auto reinkommt. Wir haben heute endlich mal wieder ein ganz wunderbar, keine Sorge, das Geräusch, ich habe alles gesichert, es hört sich schlimmer an, als es ist. Wir haben heute in Berlin-Brandenburg endlich mal wieder so einen Tag, wo einem das Herz aufgeht. Ich habe den Wagen vorhin mit, die Kamera ist immer noch schief, ich habe den Wagen vorhin das erste Mal wieder mit richtig direkt mit Solarstrom geladen. Also wunderbar. Und ich kann, weil die Sonne hier so durchs Fenster knallt, das seht ihr hier, ohne Heizung fahren. Es ist Wahnsinn, die Riesenscheiben hier, es ist richtig angenehm in dem Wagen. Und der Wagen ist ungefähr zu 85% geladen. Ich habe über 100 Kilometer Reichweite. Ihr merkt schon, ich finde es total klasse. Und genau das möchte ich zum Anlass nehmen, um mal meine Gedanken mit euch zu teilen in kurzer Form, denn ich bin hier wirklich sehr auf eure Meinungen gespannt und ich denke, das wird extrem auseinandergehen. Seid ihr nicht auch inzwischen der Meinung, dass das beim Thema Elektromobilität ein bisschen irgendwie in die falsche Richtung geht? Also wenn ich mir so angucke, was so für Fahrzeuge in den letzten 7, 10, 14 Tagen präsentiert wurden, sei es der Audi e-tron, sei es das Tesla Model S, Plaid, Plus, alles Fahrzeuge, Porsche Taycan, gut, der ist jetzt schon ein paar Tage da, aber das sind alles Fahrzeuge mit unfassbaren technischen Daten, keine Ahnung, 1000 PS und Beschleunigung von 0 auf 100 in, keine Ahnung, unter 0,0 Sekunden gefühlt. Und manchmal denke ich so, oder ich erwische mich immer mehr dabei, dass ich denke, Mann, ist das eigentlich das, was wir wirklich brauchen? Fahrzeuge, die nicht nur wahnsinnig teuer sind, sondern auch letztlich immer noch sehr groß sind, große Batterien. Ich will das Thema Rohstoffe gar nicht vertiefen, aber es ist nun mal ein Thema. Stromverbrauch. Ist es wirklich das? Ich mache mal das Fenster auf, es ist so warm hier drin. Man glaubt es kaum. Oh, ein i-Up. Ja, Zufall. Sind es nicht eher so eine Fahrzeuge, die wir brauchen? Klein, Mittelklasse, vom i-Up vielleicht bis zum ID3-Größe, Leaf-Größe, so in der Richtung. Ein bisschen alles kleiner. Ist es nicht alles wahnsinnig übertrieben? Es wird immer schneller, immer höher, immer weiter. Ladegeschwindigkeiten. Es wird davon gesprochen, in 15 Minuten 300 Kilometer nachzuladen. Klar, das ist sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch mal nötig, aber ich habe so das Gefühl irgendwie, es geht nur noch nach oben, nach oben, nach oben. Und für die, die vielleicht einsteigen wollen in die E-Mobilität, die gucken sich das an und die sagen so, boah, das ist aber so gar nicht das, was ich eigentlich brauche. Was ich eigentlich brauche, ist so ein Fahrzeug, ich will jetzt nicht sagen wie der hier, aber so ein Fahrzeug, womit ich meine 150 Kilometer runterfahren kann, auch im Winter. Ich mach mal zu, ist sonst zu laut. Wo ich ja was transportieren kann, wo ich einen Parkplatz in der Innenstadt auch mal kriege oder vielleicht auch, muss ja nicht unbedingt Innenstadt sein. Bin jetzt hier gerade auf dem Weg zur neuen Wohnung meines Sohns Richtung Potsdam. Da muss ich auch in der Seitenstraße parken. Ich wüsste gar nicht, wo ich da so ein Riesenauto irgendwo unterbringen soll. Und ich habe das Gefühl, wir
da geht so ein bisschen was, ich will jetzt nicht sagen unbedingt in die falsche Richtung, aber das geht so in so eine Richtung, wo ich sage, ist das das Thema, was wir eigentlich brauchen, wenn es um das Thema Energiewende und Verkehrswende geht, effiziente Fahrzeuge, schlau genutzt, intelligent genutzt, weiß ich nicht. Wie ist denn da eure Meinung dazu? Seht ihr das ähnlich oder sagt ihr, nee, Julian, das ist schon geil so und das muss so sein und die Fahrzeuge, die brauchen richtig Bums und die brauchen Power, um gegen die Verbrenner anzukommen, aber müssen wir denn uns immer gegen die Verbrenner behaupten? Müssen wir denn immer irgendwie besser sein? Haben wir irgendwas zu beweisen? Wir, also die, die elektrisch unterwegs sind und sein wollen, haben wir da irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex, dass wir da irgendwie der Meinung sind, den Verbrennerkollegen in ihrem, keine Ahnung, tiefer gelegten, was weiß ich was, zu zeigen, ich kann doch schneller, höher, weiter als du, ich bin doch besser. Lasse doch, wenn sie nun unbedingt, keine Ahnung, demnächst 1,80 oder so an der Tankstelle bezahlen wollen, dann sollen sie das doch machen. Und wenn sie mit E-Fuels fahren wollen, dann müssen sie eben ihre 4 Euro bezahlen, sollen sie das doch machen. Oder sagt ihr, ihr seht es vielleicht ein bisschen so, wie ihr merkt schon, in welche Richtung meine Diskussion geht, sagt ihr nicht auch, naja, es wäre schon nicht schlecht, wenn es ein paar mehr kleine Fahrzeuge gäbe und wenn es vielleicht auch ein paar mehr praktische Fahrzeuge, also ich meine, hier vor mir steht zum Beispiel jetzt gerade eine VW Caddy, ja, wo ich auch sage, tja, in der Fahrzeugklasse elektrisch gibt es irgendwie auch noch nicht so richtig viel. Oder ein Van oder mal ein Kombi, ist das nicht eigentlich das, was viel spannender wäre als dieses Streben nach immer mehr? Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Ich wäre wirklich interessiert daran zu hören, wie ihr darüber denkt. Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Vielleicht kommen wir zu einem interessanten Austausch. Könnt es ja auch mal vielleicht zu einem Thema in einer unserer nächsten Live-Sendungen machen. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Meine Gedanken. Und ansonsten werde ich jetzt den ganzen Kram zu meinem Sohn bringen und da werden wir heute ein bisschen die Wohnung anfangen einzurichten. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Bis bald. Julian sagt ciao aus Potsdam. Tschüss.